Et küt alles genauso wie mir Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker, die Verrückten, die Corona-Leugner. Et küt alles genauso wie wir gesagt haben. Ist es oder ist es nicht so? Selma Buabe, tell me nothing from the horse. Wer darf jetzt in Urlaub fahren? Der hier impft ist. Wer darf im Supermarkt? Der hier impft ist. Wer darf ins Restaurant? Der hier impft ist. Lass dich impfen, wenn du das Gefühl hast, du musst geimpft werden. Lass dich nicht impfen, wenn du das Gefühl hast, du musst nicht geimpft werden. Das ist meine Impfung. So, I told them, you take Gunther fest. Let me see what's going to happen when he takes the Impfung. If he survives, I'm going to take it. Ja, ich will unbedingt diesen Impfstoff. Ich will endlich wieder feiern gehen. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hatten Sie das Gefühl, dass Sie Quecksilber schmecken in der Luft in den letzten Wochen? Quecksilber. Merken Sie das? Dass die Luft sich ganz verändert. Und wenn Sie mal ganz ehrlich sind, waren Sie müde in letzter Zeit? Waren Sie müde in letzter Zeit? Sollen wir nicht lieber mal darüber reden, warum es jetzt plötzlich einen Impfstoff gibt für die ganze Welt? Wo die Europäer sich sogar darüber streiten? Ich will den Impfstoff nicht, ich will dies nicht und so. Wo die den Luxus und das Privileg haben, sogar zu sagen, ich gehe nicht zur Impfung, weil mir das Zeug nicht gut genug ist. Letztendlich ist es mir egal, ich würde alles nehmen. Ich würde alles nehmen. Mache ich ja sonst auch. I mean, I'm still young, attractive woman, as you can see. I'm a preaching woman and people need me. You need me out there. But Gunther, what does he do? What does he do, to be honest? I don't want to complain. Everybody knows I love Gunther. But he's, how do you say it? I would say he's a risiko grupper. Ich halte mich auf jeden Fall an die Regeln und bin auf jeden Fall der Typ, der da auf jeden Fall. Wie war die Frage nochmal? Wollen wir mal darüber reden, warum das plötzlich so ist? Warum es auf anderen Kontinenten, wo es schon seit Jahren Viren gibt, an denen Menschen sterben, verrecken, warum gibt es für die keinen Impfstoff? Hier, jeder kriegt jetzt so eine Spritze, damit kriegt man direkt auch so einen Chip eingesetzt. Chip, Chip, Chip. All die Leute, die da draußen sind und sagen, die glauben da nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen komisch, dass sie so drauf sind, weil ich bin noch jung und knackig, wie man sieht. Und deswegen finde ich, ist es total wichtig, dass wir auch gesund bleiben. Wir sind ja auch die Generation von morgen. Akula, meine Freundin zum Beispiel, die ist geimpft. Die ist geimpft. Die findet es auch scheiße, dass ich mich nicht impfen lasse. Aber ich bin so, wie ich ja schon oft gesagt habe, mit der Natur verbunden. Und ich glaube so an das Universelle. Ich glaube an den Körper der Frau, was wir alles meistern, was wir alles können, wie viel Kraft wir haben und so. Deswegen weiß ich auch in Kombination mit meiner Kräuterzigarette, dass mir da nichts passieren kann. Do you know why? Because I have to say, it's just a kind of reparations for me. Because we have been the guinea pigs for you for a long time. Huh? And now I think it's my right to say, maybe a white man can be a guinea pig for me to check if the medicine works. If it works, me, the preaching woman, who is needed in this world, I'm going to take it. Die Tatsache, dass wir hier sitzen können und Video machen können über Impfstoff, zeigt, wie privilegiert wir sind. Du bist. Ich vertraue auf meine Kräuter. Kräuter. Und die Rezeptur für meine Kräuter, die kriegen sie nicht. Zuerst sagen die uns, wir sollen hier fast ersticken, indem wir Masken tragen den ganzen Tag. Hier im Supermarkt, dann die Maske. Wenn du keine Maske dabei hast, dann darfst du nicht in den Supermarkt. Wo soll ich einkaufen gehen? Wo soll ich denn einkaufen gehen? Soll ich jetzt bei Gorillas bestellen? Wo nur Ausländer arbeiten? Wenn du da bestellst, steht da irgendeiner vor deiner Tür, der spricht nur Englisch. Dass die Leute, ja, die jetzt sagen, die möchten keinen Impfstoff nehmen, das sind genau die Leute, die sich jedes Wochenende ungefähr 10 Nasen Koks reinpfeifen, Ketamin und irgendwelche Pillen schmeißen, irgendwelche Tropfen nehmen, von denen die gar nicht wissen, was hier drin ist. Und in MDMA rumtippen und so, aber dann sagen, wir möchten keinen Impfstoff nehmen oder was. Also ehrlich gesagt, wisst ihr, was in den Drogen drin ist, die ihr nimmt? Ich weiß das nämlich auch nicht immer. Das ist trotzdem immer cool. Das ist ein neuer Rhythmus, den ich mir habe einfallen lassen. Kann man auch sagen, ist quasi sowas wie so ein, ja, so ein Lobgesang an die Göttinnen, die mich zumindest jetzt bisher von dem Virus befreit haben. Maybe it's a rumor. I even heard that some men become aroused to the vaccine. Is that true? Maybe. That would be so. Just imagine Gunther becoming a man again. And then me, I don't have any need to, because I have God.
sind geimpft. Sie sehen für mich jetzt nicht so aus, als hätten sie irgendwelche Krankheiten. Sie sehen für mich auch nicht so aus, als wären sie besonders alt. Wie kommt es denn dazu, dass sie jetzt, wo ganz viele noch auf der Warteliste stehen, dass sie jetzt geimpft sind? Hat das was damit zu tun, dass sie ein weißer junger Mann sind? Und ich verstehe eh nicht, wie kann man eigentlich gegen ein Virus demonstrieren? Das ist ein bisschen dumm, oder? Also ich meine, der Virus ist ja da, da können wir, kann ja keiner was für. Wie kann man denn auf eine Demo gehen und gegen ein Virus demonstrieren? Das habe ich eh nicht verstanden, habe ich die auch gefragt. Die waren nicht so nett zu mir. Aber einen von denen fand ich ganz süß. Aber mit dem wollte ich mich dann nicht treffen, weil ich gedacht habe, vielleicht hat er ja Corona. Schützt du dich denn auch? Mit Kondom. In Afrika ist auch Kräuter hier, Kräuter da. Wir haben überlebt jahrelang, trotz der ganzen Scheiße, die uns passiert ist. Alles mit unseren Heilkräften und Kräutern. I believe in myself. I believe in myself. I don't need no vaccine. 'Cause I believe in myself. I believe in myself. I don't need no vaccine. Merkst du, wie die Rhymes immer bei mir einfach kommen? Es ist einfach so, bam. I'm going to pray on it because I haven't made a decision myself. Vaccine yes, vaccine no. I have the feeling that it would be better for all of us if we were all vaccinated. Geimpft, you know? But in the other hand, I have the feeling, do the whole, the trouble we're having, people are saying, take this, don't take this, and this and that and everything. It's confusing. So let me pray on it. Let me ask the Lord what he wants me to do, what the Lord wants me to tell you if you're getting vaccinated. And if you're old white man sitting there right now looking at me, get vaccinated. It's going to be safe. Ich würde das Interview jetzt gerne beenden. Final round. Finish him. Ich sage, wann wir das Interview beenden. Ich beende das Interview. Sie finden das witzig? Ich finde es einfach übertrieben. Sie finden es übertrieben, dass ich Ihnen das Leben retten will? Sie finden es übertrieben, dass ich Ihnen die Wahrheit sage? Sie finden es übertrieben, dass ich Sie mit Dingen konfrontiere, die hier gerade vor Ihrer Nase passieren? Gut, da bleibt mir nur zu sagen, viel Glück. Viel Glück, lassen Sie sich impfen und ich bin mir sicher, beim nächsten Mal sitzen Sie nicht hier. Sam Abu Abe, tell me nothing from